Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cool und Kultig. Bei uns wird es heute ganz besonders sommerlich und zwar hier am Brombachsee bin ich heute. Und zwar will ich die Wakeboard-Anlage austesten, den Wakepark. Und ich freue mich riesig, denn hier im Hintergrund, da ist auch schon einiges los. Hier wird schon ordentlich rumgehüpft und ich habe einen Profi an meiner Seite und zwar die Franzi, die kennt sich richtig gut aus. Und die wird mir ein paar Tipps und Tricks und Kniffe zeigen, wie ich hier stabil durchkomme. Und mein Tagesziel ist tatsächlich, am Ende vielleicht sogar heute durch eine Sprungschanze zu springen. Und ihr könnt mich begleiten, es wird großartig, hoffe ich zumindest. Der Profi an meiner Seite ist Franziska Herberg. Im richtigen Leben Steuerberaterin, im Sportlerleben Wake- und Snowboarderin aus Leidenschaft. Seit 10 Jahren steht sie auf dem Wakeboard, kommt 1 bis 2 Mal pro Woche hierher zum Brombachsee. In den Wintermonaten geht's ab in die Türkei zum Trainieren. Franzi, du und ich, wir wollen heute gemeinsam ein bisschen Wakeboarden hier am Brombachsee. Ein bisschen haben wir uns schon kennengelernt. Erzähl nochmal, wie bist du denn überhaupt zum Wakeboarden gekommen? Ja, ich fahre seit ich 12 bin Snowboard und seit vor 10 Jahren bin ich dann irgendwie auf die Idee gekommen, einfach mal das Wakeboarden auszuprobieren. Das habe ich nicht hier gemacht, die Anlage gibt es noch nicht so lang, aber in Schwandorf, also auch nicht weit von Nürnberg weg. Und dann habe ich mir einfach mal mit meiner Schwester, bin ich da hingefahren, habe mir ein Brett ausgeliehen und habe das einfach mal ausprobiert. Und seitdem fahre ich regelmäßig Wakeboard. Wie würdest du dich selber einstufen? Fortgeschritten oder doch schon Profi? Ich glaube, ich habe vorhin schon was gehört, dass du auch schon mal bei der deutschen Meisterschaft dabei warst. Ja, genau. Also diese Profi-Diskussion haben wir schon öfters geführt. Ich würde das jetzt gar nicht unbedingt benennen. Also seit 2013, da habe ich das erste Mal selber bei einem Girls Camp mitgemacht und habe dann auch angefangen, im Wakeboarden ein bisschen Contests zu fahren. Im Snowboarden bin ich schon ein bisschen länger Contests gefahren. Und dann habe ich auch bei der Deutschen Meisterschaft mitgemacht und ja, bei mehreren so kleinen Geschichten. Und von daher habe ich auch den einen oder anderen Sponsor bekommen. Ich verdiene jetzt mein Geld nicht damit, aber ich mache viel in der Szene. Ich gebe mein Wissen weiter durch das Coachen und ja, liebe das Wakeboardfahren. Ich verbessere mich immer noch super gerne auf einem ja doch recht hohen Level, würde ich sagen. Und mir macht es einfach richtig viel Spaß. Wir wollen ja heute das ein bisschen ausprobieren. Ich bin jetzt mal gespannt. Also, ich war 2 Mal schon Wakeboarden. Das erste Mal habe ich komplett daneben gelangt. Da habe ich wirklich gedacht, okay, mit meiner Snowboard-Erfahrung stehe ich wie eine Eins auf dem Brett. Ich war kein einziges Mal gestanden. Ich lag eigentlich die ganze Zeit nur im Wasser. Und beim zweiten Mal, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, vor 4, 5 Wochen, bin ich ganz vorsichtig mit so einem dicken Brett rangegangen. Es hat gut geklappt und dann habe ich mich hochgesteigert innerhalb von 2 Stunden und war eigentlich schon stabil gestanden. Was glaubst du, was können wir beide heute machen? Ja, also das ist jetzt wieder eine andere Anlage für dich. Von daher muss man sich immer ein bisschen anpassen, weil jede Anlage ist wirklich anders, auch vom Zug. Das wird man dann auch merken, wenn man mehr fährt. Und da würde ich dir empfehlen, dass du dir nochmal so ein Easy Up nimmst, also ein bisschen dickeres Brett. Das ist für den Start einfacher, um einfach erstmal sich an den Zug zu gewöhnen. Wie funktioniert die Anlage? Wie zieht sie mich denn raus? Und wenn der Start dann gut klappt, dann würde ich dir sagen, steigen wir mal auf ein anderes Brett um. Schau mal, wie die Kurven funktionieren. Und vielleicht können wir dann sogar schon über das ein oder andere Feature einfach mal drüber fahren. Das klingt nach einem ziemlich guten Tagesplan. Dann würde ich vorschlagen, wir starten durch. Ja, sehr gut. Ich freue mich. Seit 2017 gibt es die Anlage in Absberg. Wer Lust hat, kann sich hier für 2 oder 4 Stunden vergnügen oder aber gleich eine ganze Tageskarte kaufen. Leihmaterial gibt's gleich zu Beginn, ein Bändchen zum Einstempeln, für mich auch direkt das erste Brett, ein sogenanntes Easy Up für Anfänger. Noch schnell ins passende Strand- und Wasseroutfit, dann kann es losgehen. Zuerst mal mit einem Warm-up, danach starten wir durch. Was muss ich machen am Anfang, damit es nicht völlig in die Hose geht? Okay. Also du achtest am besten drauf, dass dein Fuß hier vorne ein bisschen aus dem Wasser rauskommt. Also deine Zehen anziehen und dann nimmst du die Hantel schön an die linke Hüfte. Und wenn er zukommt, lässt du die Arme gespannt, spannst deine Bauchmuskeln an und stehst auf und wirst langsam lang mit den Armen. Okay? Okay. Okay. Kamera geschaut. So, alles gut? Genau, der nächste geht los.
Also Hantel eng an der Hüfte, Zehen vorne raus, rett ein bisschen in Fahrtrichtung und mach dich ganz klein. Und jetzt geht's los, jawohl. Yes! Das hat nicht ganz so gut geklappt. Gerade mal 5 Sekunden auf dem Wasser und schon geht es wieder raus. Na, war doch gar nicht mal so schlecht, weil es waren 30 km/h. Ja, aber ganz ehrlich, ich war jetzt auf was anderes ein bisschen eingestellt, weil das war 100-mal schneller als das, was ich letztens in Steinberg ausprobiert habe. 5 km/h. Also das macht einiges aus. Ey, der Start hat jetzt echt gut geklappt und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, ich krieg einen Affenzahn drauf. Ja, ja. Ich glaube, das müssen wir nochmal probieren. Wir probieren auf jeden Fall nochmal. Also ich würde sagen, grundsätzlich kann das jeder mal ausprobieren. Natürlich hilft eine bestimmte sportliche Veranlagung oder ein bisschen Muskulatur, die man einfach durch Sport hat. Aber es gibt ja auch so eine 2.0-Anlage, die haben wir ja hier auch am See, die geht nur hin und her. Und da kann man mit Kindern gut einsteigen. Da können auch Leute, die noch nicht so viel Sport gemacht haben, Ältere, wirklich mal einfach ausprobieren, wie sich das anfühlt, auf so einem Brett zu stehen. Der Lift wird manuell gesteuert, das heißt, die Geschwindigkeit ist sehr langsam. Man wird wirklich ganz langsam nach oben gezogen und kann einfach mal gucken, komme ich ein paar Meter weit, komme ich vielleicht die ganze Strecke und wieder zurück, kann ich hin und her fahren. Und wenn man das dann kann, kann man an die große Anlage gehen und kann das dann dort mal ausprobieren. Aber es gibt natürlich auch die direkt an die große Anlage gehen. Also da macht es dann schon Sinn, wenn man da ein bisschen mutiger ist, sage ich mal, und auch kein Problem hat, wenn man beim Start mal ins Wasser fällt und ja, ein bisschen eine Vorveranlagung sportlich hat. Schon wieder gestürzt. Zeit für eine Pause für mich und eine Show-Einlage vom Profi. Gut, ich bin ein bisschen weitergekommen, aber immer noch nicht das Ziel erreicht. Was ist der nächste Tipp? Wie komme ich vielleicht einmal ganz rum? Ja, also es war jetzt wirklich schon sehr gut. Auch die erste Kurve war sehr gut. Bei der zweiten Kurve hat es sich ja leider ins Wasser gelegt. Man musste einfach aufpassen, dass bevor der Mitnehmer, das ist das Ding, wo das Seil angehängt ist, um die Rolle rumgeht, du schon auf die Heelside-Kante gehst, also die Kante wechselst. Und dann, wenn der Ruck kommt, nochmal wirklich die Hantel zur Hüfte nach unten ziehen. Und dann geht es um die zweite Kurve rum und wenn die geschafft ist, dann kommt nur noch die Motormastkurve. Aber was meinst du jetzt mit Kante wechseln? Weil vom Gefühl her würde ich sagen, ich stehe die ganze Zeit auf der Hinterkante eigentlich. Okay, also wenn du durch das zweite Bojentor fahren möchtest, das sind ja diese beiden orangen Bojen, die symbolisieren das Tor, wo du durchfahren sollst. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht so überrissen, ehrlich gesagt. Und das zweite Tor ist ja so ein bisschen weiter draußen. Das heißt, man muss ein bisschen auf die Zehenkante gehen, um dahin zu kommen. Und danach, kurz bevor der Mitnehmer um die Kurve rum ist, wechselst du ganz leicht wieder quasi den Druck von den Zehen nehmen auf die Fersenkante. Wir probieren es aus. Ich habe in der Zwischenzeit mir auch ein anderes Brett geholt. Was macht da jetzt den Unterschied dann zum Vorgänger? Ja, da du jetzt ja schon starten kannst, brauchst du das Easy Up eigentlich nicht mehr. Das ist besser für den Start, weil das dicker ist, das hat mehr Auftrieb. Aber mit dem kannst du besser Kante wechseln. Also von daher, probier das mal aus und viel Spaß. Dann schauen wir mal, ob ich jetzt eine Kante wechsle. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Langsam, aber sicher geht es vorwärts. Ich stehe stabil, stürze wenig. Zeit für ein Doppelexperiment. Das klappt allerdings gar nicht gut. Ja. Gab es bei dir eigentlich schon mal eine Situation in deiner Wakeboard-Karriere, wo du so dermaßen auf die Schnauze geflogen bist, dass du gesagt hast, okay, Schluss, das mache ich nie wieder?
Ja, es gab immer wieder die Situation, wo ich dermaßen auf die Schnauze geflogen bin, aber dass ich gesagt habe, ich mache das nie wieder, das gab's nicht. Also auch keine schlimmen Verletzungen davon getragen? Doch, tatsächlich beim Snowboardfahren hatte ich mal eine Verletzung mit Helikopterflug und dem ganzen Drum und Dran, aber das war im November und im Februar bin ich wieder Rails gefahren. Tja, so ist das. Ich habe mir gedacht, statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass das jetzt sofort wieder passiert. Eine letzte Runde für heute, dann ist Schluss. Was lange währt, wird endlich gut. Ja, nachdem ich vorhin im Mittelteil mal kläglich gescheitert bin, habe ich es jetzt am Ende doch geschafft, immerhin mal 3 Runden rumzufahren. Was leider nicht geklappt hat, war mein Tagesziel. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass ich über die Sprungschanzen springe. Das muss ich leider aufs nächste Mal vertagen. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr. Ich habe aber auch überhaupt gar keine Kraft mehr. Das war cool und kultig für heute. Es war schön hier am Brombachsee und bis bald.